Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Call of Duty Black Ops. So, die Panzer werden dran sein und die fahren da vorne schon links wieder rum um die Ecke und wir müssen es schnell verfolgen. Denn die Basis wird angegriffen, die Basis unserer Mujahedin-Freunde. Wir müssen weiter mit unserem tapferen Ross hier durch und anvisieren und drauf. Schön, vom Pferdchen aus. Genau. Oder auch so. Oh oh. Oh oh, verdammte, da, da! Bam! Panzer ausgeschaltet, Hass. Auf der Ramelke feindliche Kampfhubschrauber nördlich des Tals. Los, angreifen! Shit! Sind dabei, Hass. Reiten wir! Ja. Ich könnte eine neue Wumme gebrauchen, Freunde. Aber ich komme auch so gerne mit. Auf die Reise. So, weiter geht's. Komm, Mutz. Wir haben noch keine Zeit. Wow. Hier vorne gibt's bestimmt neue Waffen, oder? Erledigt! Hubschrauber racen! Ach du alter Witzboy, was soll ich denn hier noch alles machen? Ah. Nein, ich will nicht das Pferd, ich will diese Waffe da vorne. Dankeschön. Ist ganz nett hier, aber ich krieg's nicht gebacken, Hilfe! Sollen wir neue Muni für dieses Ding, alles klar. Ach du Heilige. Ach du Heilige. Das war mal nix. Das war ja mal gar nichts. Da bin ich explodiert ins Fahrzeug. Auf der Ramelke feindliche Kampfhubschrauber nördlich des Tals. Los, angreifen! Na dann halt nochmal. Rücken vor zum Abfang. So. Springen wir jetzt hier mal vom Pferdchen. Und hier können wir auch diesen Zielmodus wechseln, ne? Mit Zielerfassung arbeiten und sowas alles, ne? Ich glaube, das wäre hier ratsam. Kampfhubschrauber, Feuer auf unsere Verteidigungslinien! So, erster wäre dran. Bam! Keine Sorge, Alter. Russische Kampfhubschrauber ausgeschaltet! Es kommen mehr russische Hubschrauber von Norden. Oh, Backe! Er kommt mir gefährlich nahe, der Kleine. Wir machen das, Hudson! Na klar, einmal gerade verkackt, aber dafür jetzt in Übung. Das wird schon was. Hier gegen die kleinen Helis. Die Helis von Sinnens. Komm her! Ja, Mann! Erledige die Kampfhubschrauber-Basen! Habe ich alles vom Wurz gelernt, mein Freund. Oh, nicht, dass hier wieder ein Auto explodiert. Mach die russischen Bastarde fertig! Ja, du bist mir ein Witzbold. Lass mich doch erstmal arbeiten. Die Kampfhubschrauber! Du hast ihn! Vollidiot! Oh, wo sind die Teile hin? Wir werden von Hubschraubern direkt über der Basis beschossen. Die Basis wird angegriffen. Die Hubschrauber sind unten! Was für ein Hubschrauberverschleiß! Ist doch kein Wunder! Da bin ich auch für und ich fand's geil, wie der Hubschrauber hier teilweise durch Bäume, nicht durch Bäume, aber durch Felsen fliegen kann. Das muss man auch erstmal können. So, jetzt sollen wir wieder reiten. Warte mal, ich werfe jetzt mal erstmal die Stinger weg, ey, das Ding. Ich brauche eine Knarre, ich brauche wieder was ordentliches. Hier, AK, los geht's. Weiter geht die Reise hier durch das Bombengefecht und ich find's richtig geil inszeniert. Man ist wieder mitten in der Action, mittendrin. Das geht auf jeden Fall ab die Post. Ab die Post, lieber Ganove. Das Munitionslager ist links vom Tal. Der Weg ist für Pferde unpassierbar. Absitzen. Wir gehen zu Fuß weiter. Na gut, dann weiter hier. Schnell hier hoch. Und aufräumen. Aufräumen, aufräumen, nochmal aufräumen. Letzter Gnadenschuss hier. Damit du nicht so leiden musst. Das Munitionslager gehört uns. Infanterie, treff dich ab! Zurück zur Basis, wir haben ein Problem. Kacke, was ist los? Das solltest du dir selbst anziehen. Ah, ich habe hier gerade noch andere Probleme. Oder mehrere Probleme. Aber die werden erledigt. Super. Zurück zum Pferdchen. Doch nicht hier hoch. Doch nicht zum Waffenlager. Was ist nur los mit euch? Wer hat euch ins Gehirn geschissen, verdammte Hacke? Hier rennt der Sarazar. Dann bombt man nicht einfach mit so einem Ding drauf. Man muss ja arbeiten. Nee, nicht zum Spaß. So. Ab aufs Pferdchen. Los geht's. Wohin? 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 Keiner mit mir. Keiner mit mir unterwegs, ne? Nee, keiner will mit mir spielen. Leider Gottes. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das müssen wir uns ansehen da vorne. Bin ich mal gespannt, was wir uns da genau ansehen müssen. Aber scheinbar werden die Russen jetzt auch größtenteils zurückgeschlagen, ne? So wie es aussieht. Dein alter Herr war ein echt harter Hund. Verwette deinen Arsch drauf. Kravchenko,
hat ihm praktisch den Kopf aufgemacht und diese Nummern eingetrichtert. Und er hat überlebt. Mason sagte, dass er die Zahlen nicht mehr sieht, aber ich weiß nicht. Bin mir da nicht so sicher. Scheiße. Mason, sieh dir das an. Es ist noch nicht vorbei. Nee, es ist noch lange nicht vorbei. Da sind einige Russen, ich habe mich zu früh gefreut. Was ist das zur Hölle? Alter Finne. Die Russen wollen uns noch ein letztes Mal rohe Gewalt demonstrieren. Dann zeigen wir ihnen ein letztes Mal, was Mut ist. Alles klar? Oh Mann, ob das so eine gute Idee ist? Ich meine, der Panzer, habt ihr den gesehen, Leute? Habt ihr den eigentlich gesehen? Also, na gut, Angriff! Rambo-Action vom Feinsten! Dem Ding treten wir an den Arsch! Und diesen gottverdammten Helikopter gleich mit, den wir zufällig hätten reiten können. Oder wie sah das aus? Ich weiß es nicht. Aber ich bin ganz schön... Ei! Fuck! Oh Mann. Scheiße. Oh, komm schnell weg hier. Sonst rollt uns das Ding platt. Damit will ich nichts zu tun haben. Puh. Mason! Komm schon dann! Yeah! Hinterher! Ups. Ah, das Ding kann ich gebrauchen. Damit wärme ich den Jungs was auf hier. Euch noch nicht warm genug da unten. Autsch. Scheiße. Du Heckenpenner. Die Zahlen. Den Typen kenne ich doch. Okay, jetzt aber. Gute Nachtgeschichte. Das ist Kravchenko! Drecksack. Natürlich mischt er hier mit. Kravchenko, er muss sterben. Ein paar Mal habe ich's gesehen. Er kriegte so einen Glanz im Auge und hat den Raum abgesucht. Und ehe du dich versiehst, redet er mit dem Russen. Scheiße, Eisner. Der gerissene Alte weg. Wurz, vielleicht sollte ich das Verhör übernehmen. Vielleicht solltest du mir aus dem Weg gehen. Ich habe noch eine Rechnung mit dem Bastard offen. Kravchenko, kennen wir noch, den Penner. Ich habe sie in Vietnam zurückgelassen, Sergeant Wurz. Sie sollten tot sein. Das hat mir niemand gesagt. Mein Freund Roman sagt, sie machen Geschäfte mit einem Typen... namens Raoul Menendez. Was machen Sie für ihn? Leck mich! Man sagt doch Auge um Auge! Ja? Das sind die Mujahideen! Die vergraben sie bis zum Hals im Sand, drehen ihre Augenlider und lassen sie in der Wüste braten. Ich kann sie schnell töten. Nein. Also, was ist mit Menendez? Komm schon, nicht. Ich verkaufe ihm Waffen. Das ist aber gar nicht sowjetisch, Mann. Die Sowjetunion stirbt. Geld ist alles, was zählt. Wohin gehen die Waffen? Kuba. Angola. Die dritte Welt. Warum? Menendez will, dass ihre Welt brennt. Dazu wird es nicht kommen. Er ist mächtiger, als sie denken. Er hat sogar Leute bei der CIA. Scheiße! Der Kerl will uns verarschen! Dann halt so. Was machen Sie da? Menendez hat gesagt, dass Sie leiden müssen. Hinterhältiges Stück Scheiße! Ja. Ah, diese Dreckspenner. Habt ihr mit den Russen geholfen? Nein. Nein, ihr seid unser wahrer Feind. Und werdet es immer sein. Was für miese Schweine. Da rettet man denen den Arsch und dann sowas. Das gibt's ohne ja nicht. Ohne Wasser schafft man es. Vielleicht einen Tag. Genug, um dich zu töten, du Penner. Wenn man stark ist. Du kennst Woods noch nicht, mein Freund.
So, Hudson liegt ja auch. Ja, Familienzusammenkunft sozusagen. Ach du Scheiße. Ist ungemütlich. Auf jeden Fall. Also so in der Wüste liegen, das ist nicht schön. Da sind wir, in der Wüste. Ist ja oben begraben. Und was denkt dein Dad, wer da angeritten kommt, um uns zu retten? Der alte Vic. Ha! Siehst du, genau wie dein alter Herr. Nein, er war's nicht. Reznov. Komm schon. Wenn du denkst, er war's, meinst du nicht, er wäre da geblieben? Hätte vielleicht was erklärt? Reznov. Errungenschaft freigeschaltet, Treibsand. Und Errungenschaft freigeschaltet, gut ausgestattet. Dankeschön, ja. Ich weiß, ja. Naja, alte Wunden, Kravchenko genau befragt. Von möglichem Maulwurf bei der CIA erfahren. Weil wir uns gewehrt haben, den direkt zu erschießen, haben wir weitere Informationen herauslocken können, hervorbringen können. Sozusagen, liebe Freunde, also es lief sehr gut für uns, muss ich sagen. Oh, und jetzt geht's wieder in die Zukunft. Genauer gesagt nach Indien im Jahre 2025. Basis Spectre. Und das erleben wir alles in der nächsten Folge.